Hallo und willkommen zurück im Minecraft. Ihr seht mich hier in der Ecke stehen. Ich bin nämlich sehr traurig. Ich bin sehr, sehr traurig. Wie ihr nämlich seht, fehlt hier meine Spitzhacke. Leute, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen will, weil ich das so. Ich würde es wirklich sehr gern verdrängen. Nichtaufnahme Terry hat ein paar Dinge getan, zum Beispiel ein bisschen in Höhlen zu meinen. Und dabei hat sie es geschafft, die Spitzhacke aus der Hand zu legen, also zu werfen mit Q. Und unten drunter war Lava. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen: Aber Terry, die Spitzhacke war doch aus Netherite. Die verbrennt nicht in Lava. Ja, ich musste auch auf die harte Tour lernen, dass die mit Gems and Jewels besetzten Sachen doch in Lava verbrennen. Sie war weg. Ich habe dann sogar eine Fire Resistance Potion getrunken und bin in die Lava rein und habe da drin getaucht. Sie war weg, okay? Meine Spitzhacke war weg. Und tatsächlich habe ich es auch nicht geschafft, ein Backup zu laden. Das wollte nämlich nicht. Also ich wollte nur die Player-Data laden und das ging nicht. Und wir sind hier durch, ne? Und die Player Data, warum auch immer, irgendwas habe ich wahrscheinlich nicht komplett ersetzt und die hat sich immer wieder selbst zurückgesetzt. Und ja, meine Spitzhacke ist halt jetzt weg. Und tatsächlich würde es mich gar nicht so sehr nerven, weil ich die relativ einfach wieder machen kann. Mich nervt nur, dass die halt schon, keine Ahnung, wie heißt das höchste? Mythic? Dass die halt schon mystisch war und das jetzt halt ist. Jetzt halt alles weg. Ich bin sehr. Wird das doof? Naja, gut. Kann man nichts machen, diese Dinge passieren. Es wäre sicher lustiger gewesen, wenn ihr mir dabei zuschauen hättet können. Fangen wir halt eine neue an. Ich höre hier gerade irgendjemanden knuspern. Und mit irgendjemanden meine ich natürlich meinen Hund. Okay, ich brauche das da. Also. Ich habe ja genug Netherite. So ist es nicht. mal schauen, die sind jetzt alle blau, die Sachen, die ich habe. Ich weiß nicht mehr, was. Das steht ja nicht mehr da, ob es jetzt ein Saphir war oder sonst was. Aber die Farbe verändert sich. Also die Farbe hier von den Sachen, die passt sich dem an, was man draufsetzt. Also würde ich auch wieder einen blauen Stein draufpacken. Was haben wir denn hier? Ich meine, ich habe sehr viele Saphire. Komm, wir nehmen Saphire. Einen Ring muss ich daraus machen. So. So, wie war das jetzt? In welcher Reihenfolge muss ich das machen? Muss ich das zuerst. Ich kann. Ich, ging das nicht so? Nee, nicht Repair. Ich brauche den. Ah, ja. Ich weiß, ich weiß. Ja. Nicht am Amboss. Sondern am Smithing Table. Hier. So, das wird jetzt wahrscheinlich dann so nicht gehen. Naja, ist schon klar, dass das dann so nicht geht. Aber so geht das. Gut. Ah, die Verzauberung. Ja. Ich würde. Danke. Ich würde gerne fliegen. Ich nehme ein bisschen mehr. Ich denke, dass ich da länger rum verzaubern muss, bis es so ist, wie ich es gerne hätte, oder? Nee. Silk Touch. Silk Touch hätte ich gewollt. Ich habe gerade überlegt, Fortune ist ja super. Nein. Fortune habe ich schon. Ich könnte hier aus den Sachen auch mal Netherite machen. Ich meine, würde auch alles dann in der Lava verbrennen. Achso, okay, ja. Silk Touch ist wichtig, dass drauf ist. Und wenn ich das jetzt gleich drauf kriege, dann. Ja, wunderbar. Dann brauche ich noch einmal Effizienz drauf und Mending kann ich mir holen. Und. Ja, schön. Efficiency. Ich sollte mir. Efficiency und Unbreaking sollte ich mir wirklich noch zwei Villager holen. Ob ich hier das. Also, Mending. Upsala. Ich bin heute etwas fahrig, ha?
Ich hab hier ein bisschen Silk Touch. Ich hätte gar nicht unbedingt Silk Touch drauf gebraucht. Aber ich habe kein Efficiency. Oder habe ich es vielleicht doch irgendwie. Halt. Ja, sehr gut. Ich glaub's ja nicht. Jetzt habe ich das doch relativ schnell wieder zurückbekommen. So, wenn ich mich nicht irre, ist es schlauer, zuerst die Bücher zu machen. Ihr seht, es macht einen Unterschied, in welcher Reihenfolge man das macht. Und dann müsste die ja perfekt sein, wie ich sie haben will. Ja. Wie hieß sie nochmal? Ich glaube, die ist Taube, wenn ich mich nicht irre. Gut, okay, ich bin wieder etwas versöhnter mit Minecraft. Eigentlich nicht, aber da fällt mir ein, ich muss denen, die das Developer anschreiben und sagen, dass die Netherite-Sachen trotzdem verbrennen. Damit der da was machen kann. Oder die, oder es. Es ist schon ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Also, früher hat man gesagt, er oder sie, aber inzwischen darf man das ja, oder ist das gar nicht mehr unbedingt gewünscht, dass das dann so gesagt wird, weil man das anders empfindet. Weiß nicht, ob schon angekommen ist, dass ich davon nicht viel halte. Und damit möchte ich nicht die ganzen Gefühle der lieben Schnuffis irgendwie schlecht reden, die sich einfach etwas komplexer wahrnehmen als schwarz oder weiß. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich finde es nur ein bisschen, die Umsetzung ist noch etwas kantig. Okay? Lass es mich so sagen. Die Umsetzung ist noch etwas sperrig. Ich wollte da und da. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir heute ich brauche noch Bücher, dass wir heute ein bisschen die Villager-Häuser dekorieren. Das ist sehr spontan mit H zwischendrin, spontan. Bücher könnte ich auch mal machen. Ich habe nämlich die vergangene Woche echt viel Feedback bekommen zu meinen Videos. Natürlich nicht in den Kommentaren. Es wäre zu einfach. Ach so, ja. Ich weiß gar nicht. Habe ich da vielleicht noch was da? Ja. Ich meine, hier habe ich auch, aber ich will die nicht alle aufbrauchen. Ich würde gern von jedem vielleicht so eins mal da behalten, damit ich leichter nachschauen kann. Lululululu. Tatsächlich würde ich dann die machen, wo ich eh. Nee. So. Wo ich dann eh wenig habe. Warum tust du das? Ach, das war, glaube ich, ja. Ja, und da war es schon wieder vorbei. Warum? Warum? Ach, weil die Schubladen weg sind. Ja, ich verstehe. Kann ich hier dann überhaupt noch was machen? Dann brauche ich. Kann. Hä? Ach, ich habe nicht Shift gedrückt. Ätzert. 7 von allem reicht eigentlich. Dann würde ich davon ein bisschen was. Da brauche ich. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Wie halt üblich. So. Und dann möchte ich hiervon noch. Und da ich muss den hier machen. Einmal hier. Achso. Wie was? Halt, nein, stopp. Halt, stopp. Ich brauche noch mehr Blöcke. Was wollte ich sagen? Ich habe viel Feedback be bekommen. Nicht nur positiv, aber jetzt auch nicht irgendwie. Also das negative Feedback war nicht wirklich negativ, das war nur kritisch. Also alles gut. Vielleicht möchte ich da fast ein bisschen mehr von haben, oder?
Ja. Ja, mach mal ein bisschen mehr. So. Jedenfalls habe ich mir das in gewisser Weise zu Herzen genommen. Glas, okay, holen wir. Das eine war, dass meine Aufnahme, dass ich da mehr rausschneiden müsste, weil zwischendrin halt auch mal nichts passiert. Das ist mir egal. Das ist mir jetzt gerade egal. Ja, Stühle. Eigentlich möchte ich auch Stühle, oder? Möchte ich den Stuhl oder den Stuhl? Ist es die da oder die da? Ich habe aber auch ein Video auf YouTube gesehen und ihr wisst schon, dran denken, Hirnwürstel und so, dran denken, das euch zu zeigen. Ich müsste mal ein paar Links in meine Beschreibung packen mit den Dingen, die ich euch schon alle mal zeigen wollte. Lululu. Jedenfalls fand ich das richtig schön, wie da erzählt wurde, dass man Minecraft einfach spielen soll, wie man es spielen will. Und man sich da nicht drauf versteifen sollte, dass es unbedingt Action sein muss, die ganze Zeit und sonst ist es irgendwie nichts wert. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, warum ich das hier mache, warum ich die Aufnahmen mache. Nämlich, weil ich gerne Minecraft spiele. Ja, da brauche ich eigentlich fast ein bisschen mehr, oder? Woran hat. Okay, die blöden Zäune. Aber ich glaube, ich habe da noch was, oder? Ich habe da noch ein paar Zäune vorbereitet. Wie reicht schon wieder nicht? Ach, weil die Slabs weg sind. Okay. Hier wird man auch Slabs brauchen. Ja. Jedenfalls werden meine Aufnahmen jetzt in Zukunft ein bisschen entspannter, weil ich es kann. So einfach ist das. Weil ich das so möchte, weil ich das besser finde, weil. Wo ist er hin? Der ist doch gerade rausgeploppt aus. Da. Weil ich möchte Minecraft genießen und ich möchte die Aufnahmen länger machen. Also nicht länger im Sinne von über eine Stunde, was ich ja jetzt schon oft tue, sondern im Sinne von auch in Zukunft. Und die wären eigentlich auch recht nett, sehe ich gerade. Mache ich die Küchencounter, die Kitchencounter aus Stein oder auch aus Holz? Das ist ja jetzt. Ah, nee, ich mache die aus Stein, damit so ein bisschen Variation da mit drin ist. Jedenfalls habe ich beschlossen, wir machen die Aufnahmen ein bisschen entspannter, damit mir die Puste nicht ausgeht und das nicht stressig wird, was es halt leider manchmal ist. Ja. Ja. Ach so, ich könnte natürlich in die Häuser auch Sessel reinpacken. Das wäre natürlich auch nicht blöd. Muss ich mir gleich mal überlegen, ob ich das mache. Es gibt so viele. Es gibt so viele schöne Sachen. Das ist jetzt aber Adorn, ja. Lasst mich kurz überlegen. Ich höre Squidgy. Wir fangen mal mit dem an, was ich im Inventar habe. Ach ja, das hier. Das hier habe ich aus einem Grund mitgenommen. Sekunde, ich räume erstmal die Sachen auf. Die kann ich nochmal hochtragen, aber ich muss ja eh nochmal ins Haus. Das kann hier bleiben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die einzelnen Häuser machen will. Ich bin mir ganz sicher, ich hatte irgendwann mal Schilder drin stehen. Um zu wissen, welches Haus für was dann später gut sein soll. Und ich bilde mir auch ein, dass ich die Schilder inzwischen weggemacht habe und nach all der Zeit natürlich nicht mehr weiß, was ich da eigentlich reinmachen wollte. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin da zuversichtlich. Jedenfalls ging es in dem Video dieses anderen YouTubers darum,
dass man Minecraft doch wieder so spielen sollte, wie es gedacht ist, nämlich als Sandbox-Game. Und man macht das einfach chillig, weil man es kann und weil es schön ist. Und ich fand das einfach total schön, wie der das gemacht hat. Ich nehme mal das mit. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber ich möchte gerne draußen was hören, während wir. Ich möchte ein bisschen Musik haben, während ich schweige. Ist hier ein Schild drin? Hier ist nämlich hier schon mal kein Schild drin. Aber ich glaube, in das hier ist auch kein Schild drin. Habe ich hier draußen irgendwo ein Schild? Nein, ich habe auch draußen kein Schild. Ist da noch? Ja, da brennt es. Ich meine, es brennt noch. Es heizt noch. Es heizt sogar sehr viel. Ich wollte hier einen Laden drin haben. War das hier dieser Ausrüstungsladen mit dem großen Schaufenster? Würde Sinn machen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hier kommt die Taverne rein. Oh, ich habe die letzten zwei Sachen gar nicht ausgefüllt. Das geht ja mal nicht. Vielleicht auch noch nicht. Be Bekleidung. Hier kommt die Bekleidung rein. Was waren das andere dann? Das war die Bäckerei. An die erinnere ich mich noch. Aber ich glaube, in die Bäckerei brauche ich jetzt irgendwie solche fancy Sachen nicht reinpacken. Was war hier drin? Das war, glaube ich, ein reines Wohnhaus. Und das Haus, das als reines Wohnhaus gedacht ist, da kann ich ja reinpacken, was ich will. Vögel, ihr werdet irgendwann. Hier ist auch noch drin, oder? Komisch, dass im Haus so viel Kohle verbraucht wird. Und hier, ich meine, die Chunks sind ja auch geladen, aber vielleicht. Ob es was damit zu tun hat, wie oft die Tür auf und zu geht, ob die Mod das wirklich erfasst, ich weiß nicht. Ach ja, die da oben muss ich ja auch noch zähmen. Hätte ich fast vergessen. Da haben wir eine Kette, die rumbackt. Okay. Leute. Ruhe. Nein. Nein, das machen wir nicht. Ah. Ich muss die gerade ein bisschen abhängen hier. Das hat mich alles nicht gestört, als ich hier nie reingegangen bin. Aber jetzt muss ich gestehen, ist das ein bisschen. Sieht man eigentlich was da drin? Ist ja Snow, Twilight, Cloud Phoenix. Ich mache das hier mal weg, weil ich hier vielleicht. Ja, mal schauen, was wir uns da jetzt hinklatschen. Du bist ein Schnee. Nein, du bist ein Wasserphönix, ja. Du bist ein Netherphönix. So. Okay. Das stellen wir so lange hier hin. Das packen wir rein und dann schauen wir mal, wie sich das anhört. Lass mich hören. Was packen wir da hin? Ich würde sagen, hier kommt ein. Okay. Ich bin jetzt mal leise, damit wir uns die Disc anhören können und probiere hier einfach in der Zeit ein bisschen um. Thank you.
Ja, fand ich jetzt gut, den Track, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich auch gut, das sieht nice aus so. Ich finde, das kann man machen. Es ist die Frage, ob ich hier was reinmache, aber ich überlege, hier zuzuziehen und hier vielleicht einen Armor-Stand hin zu klatschen. Mister, Sie stehen hier im Weg, gehen Sie mal woanders hin. Gehen Sie weiter. Danke. Könnte den Armor Stand dann auch so draufstellen, dass der da so dazwischen ist. Das finde ich jetzt alles richtig schön. Ach, Inneneinrichtung. Ich sag's euch. Inneneinrichtung ist einfach was Schönes. Und ich weiß, ich hole jetzt genau die vier Blöcke, die ich brauche, damit ich, wenn ich nochmal Blöcke brauche, auch auf jeden Fall wieder in den Keller rein muss. Wollen wir uns das nochmal anhören? Ich fand das irgendwie, fand ich das jetzt gerade recht, recht relaxed. Ja. Ja, so machen wir das. Da kommt ein Armor Stand hin. Oder packe ich den unten rein, aber dann den Armor Stand auf den Trading Table? Hm. Ich meine, der ist nur zur Deko da, aber... Habe ich da eigentlich noch mehr Trading? Was ist... Achso, Stradlash, ja. Machen. Entschuldigung. Entschuldigen Sie die Störung... Ey, das mit dem Anbumsen, das habe ich so gefressen, ehrlich. Du brauchst gar nicht so schauen. Ey, was würdest du sagen, wenn ich die ganze Zeit so mache? Dongs, 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 dongs. Ist das lustig? Nö. Da siehst du, da guckst du. Jetzt nicht ignorieren, hallo? Entschuldigung, ich rede mit Ihnen. Sie drehen sich so... Dankeschön. Also, kein Anbumsen mehr, okay? Okay. Moment, er kann ja sagen, Moment, so... Hallo, angucken. Hallo. Ach, ich weiß, warum ich das hier noch übrig habe. So. Okay, ich finde das nicht gut. Das mit den Ketten, mit den Bugs, mit den Ketten, das finde ich nicht gut. Das ist eine ganz doofe Sache. Warum? Warum sitzt denn der Hund jetzt auch schon auf der Fensterbank? Leute. Ich würde sagen, ich mache oben die ganzen Betten rein, auch wenn die... Hier sind schon ziemlich viele Betten. Auch wenn die Villager das mit den Betten ja nicht so toll finden. Also die benutzen sie ja irgendwie nicht. Die gehen nicht hier hoch. Die gammeln dann einfach nachts draußen rum oder so. Ich finde das... Naja. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf. Was möchte ich denn? Ich glaube, ich möchte die Schubläden. Ich glaube, ich möchte sowas und vielleicht das hier als Nachttisch, meine ich. Eins so und eins so, oder? Das sieht doch nett aus. Und dann machen wir das hier genauso, nur umgekehrt. Wir machen das genauso, nur anders. Dann ist die Frage, ob ich das hier so machen will. Also der Schnee hier kommt ja noch weg. Kann ich hier irgendwas gerade loswerden? Ich könnte den unten hinstellen, dann habe ich mal einen Inventarplatz. Kann ich noch irgendwas wegstecken? Ja, ich packe die hier mal eben hier rein. Ja, ja, du kommst auch gleich in den Rucksack. Ja, alles gut, alles gut. Bist schon weg. So, so ist gut. Moment, nur weil ich es gerade, weil ich es gerade da habe. Ich habe, das ist normale Ei, da kommt nichts raus. Dann habe ich hier Cloud. Desert und Ender. Desert. Ender habe ich eben noch nicht. Könnten wir machen. Flamme und Nether. Flamme. Warum habe ich keinen... What? Sekunde, ich habe noch keinen Flammenphönix. Ach, weil ich das Ei... Ah ja, ich habe das ausge... Ja, mhm.
Okay, Flamme und dann kommt da der Nita-Phönix hin. Dann Skeleton habe ich auch noch nicht. Dann Snowy, Twilight und Water. Okay, mir fehlt noch, also der Flammenphönix, das ist ganz schnell gemacht, das ist gar kein Problem. Den mache ich wieder unten am Spawn. Und der Skeleton und Enderman. Was? Warum habe ich. Was? Fehlen mir so im Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich habe 2, 4, 6. Oh, es fehlen tatsächlich noch 3. Okay. Enderphönix kann ich machen. Bringe ich schnell den Phönix ins Ender. Das darf nicht Aufnahme Terry machen. Weil ich euch die Dreiviertelstunde, die das dauert, einfach nicht antun will. Skeleton Phönix. Dazu muss ich das Ei irgendwo unten in eine Höhle reinmachen. Aber ich habe ja genug Höhlen. Ich habe ja hier meinen Stollen. Und was war das da noch? Was war das noch? Der Flamme, der Skeleton und der Ender. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte die Schallplatte nochmal reinmachen. So, ich bin dann wieder still und werde oben ein bisschen die Betten umsortieren. Ich würde das gerne elegant lösen, aber es sieht so aus, als würde sich das nicht elegant lösen lassen. Na, ja, genau so will ich es nicht, danke. Ich denke, dass das Bett hier oben einfach zu viel ist.
ist zu viel für mich. Ich möchte es einfach hier gerade sinnvoll machen. Ich denke, das ist das Sinnvollste, was ich zusammenbekomme. nam, 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 nam. Ist die Hicks? Was ist das? Aha. Aha. Das machen wir so und. So. Ich meine, den Stauraum brauchen die Villager nicht, aber sie haben ihn jetzt. Ich könnte hier oben auch noch was hinmachen. Dann würde man nämlich. Dann wäre das hier ein bisschen besser gelöst. Hier. Hier machen wir das so. Dann kann man hier was Hübsches draufstellen und da ziehe ich dann noch zu. Da habe ich nur jetzt gerade keine Blöcke mehr. Muss ich eben holen. Und hier könnte ich natürlich noch was hin. Ich meine, für die Villager ist es egal. Die finden dann schon ihren Weg. Naja. Ah, halt, 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 halt. Was ich hier unten auf jeden Fall noch. Glücklich, ja. Hier mache ich, glaube ich, ein Wohnzimmer mit einer Sitzecke, so couchmäßig und so. Und dann würde ich hier. Kommen Sie da mal weg. Kommen Sie da mal raus. Ja, so ist gut. So, so. Dann würde ich hier eine Essecke hinmachen. Da brauche ich dann also. Wo ist es? Den Tisch? Oder nee, ich mache den Tisch und die Stühle dahin. So. Ja. Ich weiß nicht, ob sich die Villager da draufsetzen können. Das wäre natürlich urkomisch, wenn die sich da draufsetzen könnten. So wie Minecart und dann kommen sie da nicht mehr weg. Würden sie bitte aus der Ecke rauskommen? Ich kann so nicht arbeiten. Oder wir machen das so. Komm halt da einfach mal weg. Komm, nur einen Schritt. So, so, stopp! So will ich dich. Dann würden hier auch Couchtische hinkommen. Ich glaube, ich mache die Couch hier in das Eck und dann mache ich hier nämlich noch das hier vielleicht. Und wovon habe ich noch viel? Das hier? Machen wir, ja, hiervon noch eins. Und Gott, schwierig. Da. Und vielleicht das hier noch. Und zwar würde ich sagen, wir machen die Bücher hier hin. Und die Klappe machen wir hier hin. Und die machen wir da hin. Und das machen wir so. Es sieht sehr bunt aus, muss ich gestehen. Es sieht ein bisschen zu bunt aus. Das so und dann wiederholen wir das auf der Seite. Dann sieht es ordentlich aus. Ja. Ja. Ich pack. Oh. Ich pack schon mal ein bisschen was weg hier. Das hier kann ich nicht gebrauchen. Gut. Hier oben bin ich soweit zufrieden, muss ich das noch machen. Dann kommt hier generell noch ein bisschen Deko rein. Vielleicht ein paar Teppiche. Aber jetzt von diesen Blöcken hier, von denen, die ich hier habe, da würde ich sagen, reicht es. Wisst ihr, was ich noch machen könnte? Ja, genau. Genau so sehe ich das auch. Wir stellen hier einfach mal alle Blöcke nebeneinander, die ich gerade noch nicht verarbeiten kann. Wir machen das hier so. Denn wenn das quasi das Kinderstockbett ist, dann geht das hier durchaus. Und dann haben wir hier wieder drei Platz. Ich meine, hier wird sich nie jemand reinlegen. Aber damit kann ich leben. Ich meine, es legen sich auch so die Villager nicht wirklich hier rein. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Nein, ich will nicht! Warum hat er mich verfolgt? Ich finde das gar nicht gut. Warum hat er mich gerade verfolgt?
So, Enderman, creepy. Drachen, ganz furchtbar. Villager, um Gottes Willen, fang doch nicht mit Villagern an. Ich habe ganz bestimmt noch vorgeschnittene Steine. Ich mache jetzt nämlich gleich mehr. Weil. Zukunftsterry. Warum ist. Seit wann ist das ein schwieriges Wort? Ist bestimmt faul ist und keine Dinge machen will. So. Was wollten wir? Ich wollte dann noch so Sofas und Sessel mitnehmen und die Lampen. Da brauche ich ganz viel Wolle. Ich müsste allerdings auch relativ viel Wolle machen können. Nachdem ich unten im Farmkeller ja so ein bisschen... Doch, das sieht schick aus. Doch, das kann man machen. Ich meine, küchenmäßig ist das gerade ein bisschen merkwürdig, dass hier, also in der Küche, dann ein Armor-Stand steht. Aber ich weiß nicht. Vielleicht mache ich die Küchenzeile hier hin. Das ist ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite, wen interessiert's? Und hier, Entschuldigung, hier würde ich ja tatsächlich so einen kleinen, ja, ich habe mein Inventar zu voll. Was mache ich? Moment, mir fehlt ein rosa Bett. Jetzt fehlt es mir nicht mehr. Ich packe das mal woanders rein. Ich glaube, ich verwandle mal die Bäckerei in einen Schlafsaal. Ich meine nicht, dass es nicht schon wäre, aber wir machen da jetzt einfach einen noch größeren Schlafsaal draus. So. Und dann, was wollte ich gerade... So schön. Ist so schön, wenn das Hirn frei ist von Gedanken. Das ist so schön entspannend und so. Wie viel habe ich hier? Hier habe ich viel. Hiervon habe ich nicht so viel. Und hiervon habe ich auch noch ein bisschen was. Wundert euch nicht, dass ich von einigen Sachen nichts mehr habe. Die sind alle unten im Gewächshaus. Nicht im Gewächshaus, im Gemüsekeller, sage ich mal. Har. So. Har. Welche Farbe hätte ich denn gerne? Ich glaube, ich meine, ich brauche Po-Wolle. Ich brauche Po-Wolle. Ein Farbstoff. Und dann ist die Frage, wie viel oder wie welche Farbe meine Möbel bekommen sollen. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es halt. Hier? Nee. Hier? Nee. Da. Hm? Da. Drei brauche ich. Und ich werde wenigstens immer zwei machen, dass ihr sechs von einer Farbe habt, damit das nach was aussieht. Welche Farben nehmen wir denn? Ich würde sagen rosa, grün, braun, hellblau. Braun habe ich nicht da. Ich darf das noch nicht craften, sonst habe ich so viel Klumpatsch im Inventar. Ich habe natürlich keinen Klumpatsch im Inventar, aber das ist dann vorher. Hallo, ich weiß, dass ihr drüber kommen. Wie viel habe ich da denn? Ja, wisst ihr was, da machen wir jetzt den ganzen Stack. Dann ist hier nämlich mal, dann haben wir, dann geht mal was weiter. Weil, meine Güte. Terry, reiß dich zusammen. Reden ist nicht so schwierig. Ich habe dann zwar ganz viel tollen braunen Farbstoff, den ich nie aufbrauchen werde, weil braun. Aber was ist ja immer. So. Dann hole ich noch. Tatsächlich, natürlich könnte ich jetzt aus der Wolle auch immer noch farblich dazu passenden Teppich machen. Aber. Mir gefällt das hier einfach so gut, dass ich das damit machen werde. So, jetzt hoffe ich, dass das von alleine hier rübergezogen wird von meinem Hufeisen, damit ich hier nicht von der... Genauso will ich dich. So, das ist nicht viel.
Aber ich habe ja noch ein bisschen was. So. Ich glaube, ich muss mal wieder losgehen und ein paar Isons ihres Fells, ihres wunderschönen Kleides entledigen. Jetzt. Oh, entschuldigt. Ich hatte tatsächlich eine recht kurze Nacht. Das war, ich gestehe, das war schon wieder die Talkie-App. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu. Und das war dann bis 3 Uhr morgens. Und nachdem ich aber heute Morgen früh aufstehen wollte, auch einfach nur, damit ich dann nicht bis um 12 schlafe oder so. Und ja, ihr versteht das sicher. Dachte ich mir, ich stehe einfach sehr früh auf. Dann werde ich ganz bestimmt heute Abend rechtzeitig müde, um dann auch rechtzeitig ins Bett zu gehen. Vielleicht. Möchte ich hier rosa? Ich glaube, ich möchte hier rosa. Und das machen wir so. Da hinten mache ich noch irgendwas hin. Und dann machen wir hier einen hin und hier. Und dann ist es eine wunderhübsche Sitzecke geworden. Ohne Couchtisch bisher, aber das kommt noch. Und dann hätten wir noch Teppiche. Wo machen wir den hin? Hier, da, da. Wie der Villager gerade hingeschaut hat, so, hä? Was machen Sie da? Tut, 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 tut. Ist das gut? Ist das gut? Ich glaube, ich mache das noch eins weiter rüber. So, so, so. Tut, tut. So. So. Hier. Lampen muss ich noch machen. Mache ich die auch so bunt wie das Wohnzimmer, dass die dazu passen? Hier die da? Oder mache ich sie einfach alle weiß? Fragen über Fragen. Wenn das Angebot so groß ist. Weiß ich noch nicht. Aber ich finde es jetzt schon sehr, sehr viel gemütlicher, als es vorher war. Der Hund gehört da vielleicht noch aus der Ecke raus. Na komm. Komm, put, 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 put. Und setz. Halt, setz. Wo will ich euch? Ich glaube, ich lasse euch tatsächlich hier an der Couch sitzen. So, und du kommst darüber. Ja, ich finde, das ist ganz gut so. Ist euer Wohnzimmer. Ihr müsst ja wissen. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht so, dass die Herrchens und Frauchens von Hunden das Gefolge sind. Das ist ja bei Katzen so. Ihr seid die Aufpasser. Ihr seid hier die Wächter des Wohnzimmers. Oh, die WW. Die WDW, die Wächter des Wohnzimmers. Oh, da schaut Yoshi auch gleich vorbei. Hallo Yoshi. Good boy. So, ein Haus möchte ich auf jeden Fall noch machen. Was sollte denn hier rein? Da ist auf jeden Fall ein Schild drin. Tut, tut. Und hier. Oh Gott, was sollte denn hier rein? Ah, nee, das war die Bäckerei. Das war die Bäckerei. Alles klar. Ja. Hier wollte ich noch reinschauen. Da haben wir Begle. Hä? Ich meine, was ich auf jeden Fall machen könnte, weil ich weiß, dass das nur Wohnraum dann ist, ist hier drin. Hier oben. Das sind alles nur. Ich meine. Das sind alles nur Wohnräume. Die haben noch nicht mal eine Tür. Wisst ihr, wenn was schief läuft? Woran merkt ihr, dass was schief läuft in eurer Wohnung? Wenn alles fertig eingerichtet ist, nur noch keine Tür drin. Dann wäre ich ganz vorsichtig. Wir machen einen Kleiderschrank rein und sowas. Stapelt sich das dann? Ja. Dann kann ich das eventuell so machen. Ja. Ja. Und dann würde ich hier unten das machen. Ja. Und ich glaube, oben packe ich. Ah. Wer beim letzten Stream dabei war, und ich weiß, dass niemand, der hier zuschaut, beim letzten Stream dabei war, der weiß, dass ich mit den Mods Geschenke machen kann. Und die könnte ich da hier oben draufstellen. Leider ist das aber Fabric und hier diese Aufnahme ist ja Forge und das heißt, das ist nicht kompatibel, aber. Das wäre schon nice so. Ach, wisst ihr, was ich hier hin mache? Das hier ist, glaube ich, ein Schreibtisch.
Ja, genau. Und dann kommt hier das Bett hin. Und da mache ich das hin. Und hier mache ich einen einfachen Tisch hin. Die Textur ist leider. Moment. Spruce? Aber das ist doch auch Spruce, oder? Warum ist denn die Textur so, so unterschiedlich? Hier auch. Also das passt zusammen, das passt wieder nicht zusammen. Ist ja komisch. Naja, weiß keiner. Sieht keiner. Wir schauen da nicht hin. Die Betten habe ich schon alle weggepackt. Wo habe ich denn? Wo habe ich die Betten? Bäckerei natürlich. Wo sind die Betten? In der Bäckerei, ganz klar. Und dann würde ich hier natürlich auch noch Stühle hinmachen und einen schönen Tisch. Hierhin. Das sieht komisch aus. Ich dachte, das wäre durchsichtig. Ich denke, dass es eigentlich durchsichtig sein sollte. Jetzt sieht das wieder fancy wie ein Dekotable aus, also wie ein Dekotisch und nicht wie einer, wo man halt sich dann hinsetzt, um zu essen. Dann packen wir den hin. Ja, so ist gut. Dann machen wir einfach nur das und das. Das ist jetzt zwar mehr eine Studentenbude als. Egal. Egal, wir nehmen, was wir kriegen. Ja, ist gut so. Will ich hier oben noch was hinpacken? Nein, hier sollte das Bett hin, ne? Ich habe gesagt, hier kommt das Bett hin. Dann sind die Sachen hier nicht unbedingt so schlau. Dann machen wir den Tisch hier hin und dann machen wir nur einen hin mit zwei Stühlen. Ja. Und dann kommt hier das Bett hin. Ich meine, es ist eng. Ich gebe es zu. Und hier mache ich eine Pflanze hin. Da kann ich gleich noch einen großen Pflanzkübel holen. Ich könnte hier auch einen Sessel hinmachen, aber dann zwei Stühle und einen Sessel? Ja. Nee, ich mach das hier hin. Am Fußende des Bettes. Ja. 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 Dann möchte ich noch das hier und vielleicht das hier, damit das zu dem passt. Dann hätte ich das. Okay. Mal schauen, ob ich das so hinkriege, wie ich das will. Ich will das so und so. Will ich das so und so? Die schauen halt jetzt voneinander weg, was irgendwie doof ist. Dann mache ich es lieber so und so. Ja. Und so und so. Ja. Ja. Und hier oben mache ich zu und mache eine Schräge rein, damit das fancy aussieht. Und dann passt das. Hier kommt das Bett rein. Das passt auch. Hier könnte ich dann sogar eine Laterne hinhängen, anstatt die da hinzustellen, was ich auch immer niedlich finde. Oder ich hänge sie hier hin und stelle hier ein Buch hin. Oder. Ich glaube aber, dass ich dann hier oben tatsächlich noch was hinmache. Vielleicht sowas und sowas, dass das nochmal gemischt ist. Ja, doch. Passt. Doch, finde ich niedlich geworden. Doch, finde ich gut. Doch, doch. Doch, doch. So, und dann machen wir das hier spiegelverkehrt. Oh, ob ich das jetzt so hinkriege. Das, dann das. Dann das und das. Okay, schauen wir mal. Das heißt, ich hätte hier das so und das hätte ich so. Nee. Das hätte ich so und so und so und so. Und dann, da muss ich nochmal nachschauen. Weil Hirnwürste. Wir machen das jetzt spiegelverkehrt, weil wir es können. So und so. Okay. Und dann der Tisch. Wo ist er denn? Habe ich da nur zwei gemacht gehabt? Echt? Na gut, dann muss ich davon halt nochmal was holen. Dann kam.
dieses hier, dann kam der Tisch da, dann kam der Hocker und dann kamen die Stühle und das sind die Spruce Stripped Share. Wir lassen Share hier sitzen. Und immer wenn es dann irgendwie zu fad wird, darf sie ein bisschen singen. Könnte das sein, dass mir hier kalt wird? Ich glaube, mir wird hier ein bisschen kalt. So. Ah ja, da oben gehört noch was hin. Jetzt. Moment. Moment. Hier wird es wieder warm. Sehr lustig. Ja, dann bleibe ich hier kurz stehen. Wärme mich auf. Okay, und das waren. Nun, wo haben wir es denn? So viel zum aufgeräumten Inventar. Habe ich die aufgebraucht? Vielleicht habe ich die aufgebraucht. Dann hier, ah, da ist noch einer. Okay, und dann die mit Bookshelves. So und. Nee, genau so nicht. So und so und hierhin? Ja. Okay, ich brauche noch so ein Klappendingens und den Tisch, die Dinger. Die Ding, 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 Ding. Geh ich mal eben holen. Ich brauche Bücher auch noch. Das wird ohne Bücher wird das kein Bücherregal, schätze ich mal stark. Und dann machen wir einfach mal zwei, vier. Ja, egal. Dann brauche ich auch noch die Schubladen. Da habe ich, glaube ich, keinen mehr, oder? Doch, ich habe noch einen Schubladen. Ich glaube, ein Schubladen reicht mir nicht. Ich muss das mal wieder finden. Hier. Das war's. Da brauche ich eine Klappe. Die Klappe? Die Klappe habe ich. Eine Klappe habe ich, danke. Und der Tisch. Oh, der ist teuer. Warum wollte ich die Bücher mitnehmen? Ja. Ich nehm die Bücher jetzt trotzdem mal mit. Ich sehe schon kommen, dass ich das nochmal irgendwie nachcraften will. Und dann stehe ich wieder da drüben im Haus und. Hier oben war ja auch noch was. Das ist schon, wenn du als Mieter dann. Das ist der Vermieter hier. Der Tavernenwirt. Das war, glaube ich, am Schrank gestanden. Ja. So. Und. Entschuldigung. Und so. Sehr gut. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Sehr gut. Wenn man als Mieter hier dann immer Leiter steigen muss, um in sein Zimmer zu kommen, ne? Ich weiß nicht, schaffe ich hier eine Wendeltreppe hin? Ah, es wird knapp. Nee, wenn ich hier. Moment. Ich habe hier ja vor, dann die Dinger hinzumachen und dann passt hier keine Wendeltreppe mehr hin. Nee. So, und hier könnte ich eigentlich nochmal dasselbe reinmachen, oder? Jetzt passt er mal auf. Das und der Schrank war. Und schon wieder vergessen. Der Schrank war. Das hier. Und der Schreibtisch kommt dann Richtung Fenster. Oder er kommt direkt ans Fenster. So. Macht natürlich auch Sinn. Oder ich mache hier hinten halt das Bett hin. Naja. Da kann ich jetzt viel hin und her überlegen. Nee, ich glaube, ich hatte unten was anderes dort, oder? Das Hirn, es reicht einfach nie sehr weit. So hatte ich das und dann so. Und dann hatte ich das hier und das hier. Ja, hier weiß ich noch nicht, was ich reinmache, aber da könnte man ganz bestimmt noch irgendwas
Interessantes reinmachen. Ich muss mich mal eben aufwärmen. So, stellen wir uns hier hin. Mache ich das Bett hier hin? Das ist ja irgendwie doof. Ich mache das Bett hier hin und mache hier Tisch hin. Wisst ihr, was ich brauche? Moment. Mache hier das Bett hin. Oder mach ich mache das Bett hier hin. Ha. Ich mach, ja, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. So, aufsammeln, danke schön. Dann kommt der Tisch hier hin. Dann brauche ich eine, das hier und ein Nachtkästchen. Dann würde ich das hier nehmen. So und so. Dann könnte ich hier tatsächlich noch. Da könnte ich jetzt das hier hinpacken. Entschuldigen Sie die Störung, sonst geht's gut, ja? Ah, ich habe keinen mehr. No, ich habe keinen weiteren Tisch mehr. No. Ich hätte hier gerne so ein Sideboard hingemacht. Aber dann machen wir es nur zwei. So, und dann kommt hier ein Pflanzkübel hin. Dann sieht das auch nice aus. Jo. Ja, doch, das kann man so machen. Doch, 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 das kann man so machen. Wunderbar. Ich glaube, ich hatte hier irgendwann mal geplant, noch eine Zwischendecke einzuziehen. Meine, hier ist ein Fenster. Zum Fensterputzen kommt hier niemals irgendwer, irgendwann, irgendwie hoch. Aber gut. Jo. Und dann kriegt jetzt doch Sessel. Nee, ich krieg keinen Sessel hier. Also dir geht's gut, oder? Ja? Ja? Ha. Ich. Man könnte. Man könnte. Naja, wenn ich. So. Man könnte nämlich. Jetzt passt mal auf. So. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, Sie müssen sich alles anschauen. Das ist auch okay, aber nicht im Weg rumgehen. So, jetzt haben wir hier drei recht gut eingerichtete Zimmer. Jetzt könnte man hier unten, wo kein Zimmer an sich mehr reinkommt, hier soll eine Küche reinkommen. Hier könnte ich einen Esstisch reinpacken. Wenn ich denn noch so viele Tische habe. Was ich nicht habe. Ich könnte. Ja, wir schauen uns mal den Tisch an. Okay. Anders ausgerichtet. Ich hoffe, ich kann den anders ausrichten. So. Ja, so ist das gut. Ja. Und hier würde ich tatsächlich dann eine Sitzgruppe hinmachen. Da können dann die Leute, die sich oben für die Zimmer anstellen, hinsetzen. Keine Ahnung, was mit mir heute los ist. Moment, so. Genau, und dann habe ich zwar nicht mehr genug davon, ja, genug davon da, da kann ich aber nochmal holen, das macht ja nichts, das ist ja dann gleich passiert. So, dann würde ich hier noch zumachen, dann ist hier zwar nur so dieser eine kleine Durchgang, aber das interessiert mich später gar nicht, das muss nur die Villager interessieren. Und dann würde ich das tatsächlich hier auskleistern, so, weil ich es kann. So, pass auf, pass auf. Besser. Besser. Kann ich hier noch einen Tisch hin machen? Habe ich noch einen hübschen Tisch? Nee, habe ich nicht. Ich würde da vielleicht sogar einen Glastisch hin machen. Da kommt mir gerade. Ich könnte das eigentlich auch so machen. Nee. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Kommt
mir hier was anderes in den Sinn. Ich meine, ich könnte das hier machen. Und so. Ja. Jawohl. So, kriegt er auch noch einen Armor-Stand irgendwo unter? Ja. Ja, das machen wir so. Ist okay. Gut. Achso, ich habe gesagt, dass hier eine kleine Küche rein soll. Ich habe schon Stühle, Tische, habe ich schon. Hier kommt eine Küche rein. Hier könnte ich noch zumachen. Also hier vor allem dieses Löchlein hier. Ich bin soweit zufrieden und pack die Sachen jetzt erstmal wieder weg. Weil das jetzt genug war. Das war jetzt genug in Einrichtung für heute. Jo. Ich bin sehr zufrieden damit. Lulululu. So. Das kommt unten hin, das kommt unten hin. Das muss noch hier hin. Das kann ich tatsächlich hier lassen. Das kann ich auch hier lassen. Gute. Hier kommt doch wieder weg. So viel dazu. Ich nehme sie mal mit, weil ich sie doch noch brauchen werde. Hätte ich sie nicht mitgenommen. Schnell. Ich habe hier noch eine Doppelkiste vorbereitet. Da ist zwar... Ich weiß nicht, ich war ganz fest davon überzeugt, dass hier ein Drawer-Controller ist. Der Drawer-Controller, der früher hier die Verbindung zu oben hatte, den irgendwie muss ich das doch wieder machen, weil es nervt, dass ich die Sachen, die in den Keller kommen, nicht einfach oben in die Kiste packen kann. Die steht da ja. Die steht extra dafür da. Naja. Lass mich die Wolle noch schnell wegpacken und dann schauen wir in die Doppelkiste rein. Ach ja, ich habe ein bisschen aussortiert. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Mal sehen. Wir fangen mal hier mit an. Denn damit lassen sich Jalousien craften. Hui, hu, bella. Und ich dachte mir hier im Kabuffo... Ui, das kam von ganz unten. Ich dachte mir, ich mache die Eule hier weg und hänge die vielleicht irgendwo anders hin oder so. Oder die Eule oder das hier. Ja, die Eule. Die könnte ich ja eventuell... hier hinhängen. Und dann hätte ich hier nämlich die Jalousien hingemacht. Und ich glaube, dass man die... Oh, man kann die auf und zu machen. Oh Gott. Mir geht gerade einer ab von vom Detailreichtum. Das ist... Oh, ist das schön oder ist das schön? Jetzt haben wir hier Jalousien. Moment. Ich muss nur schauen, ob ich hier... Nee, ich krieg die nicht zusammen mit dem... Oh, das war keine Absicht. Ich hätte es so gefeiert, wenn die Jalousien jetzt hier gehangen hätten und der Kopf hätte hier bleiben können. Aber ich finde das sehr, sehr cool. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool. So, dann kommen die erstmal hier rein. Dann habe ich hier ein Minecart mit Leder und Wolle. Da fragt ihr euch vielleicht, hä? Terry? Ja, haha. Ich hätte das auch nicht gedacht, aber man kann sein Minecart isolieren. Und dann hat man eine Minecart with Insulation. Und dann friert man nicht, wenn man im Minecart rumrollert. Ich finde das total cool. Ich meine, ich brauche es nicht. Ich könnte theoretisch irgendwo hier einen Zugang machen, dass ein Minecart mich bis nach da unten in meine Mining-Höhle reinfährt. Könnte ich machen. Dann würde das Minecart tatsächlich auch Sinn machen. Ich bin mir sicher, ich kann das ja auch im Sommer benutzen. Aber es ist halt so viel einfacher zu fliegen. So, dann habe ich jetzt noch Büsche und Dark Iron. Und das Dark Iron, das schauen wir uns mal an. Was man damit machen kann, da brauche ich Holz. Ich brauche Holz. Okay, wir halten kurz fest. Ich brauche für alles, was ich machen kann, Holz. Okay.
Okay, ich brauch Holz. Soll ich euch mal was sagen? Es wird immer weniger. Ich weiß, es waren irgendwann mal 7000, jetzt sind es knapp 4000. Ich nehme hier immer nur raus. Ich muss mal wieder, Nichtaufnahme Terry, muss mal wieder ganz viel ernten gehen. Ich würde sagen, wir machen. Was braucht man hier? Strip? Braucht man. Nein, man braucht es nicht. Strip unbedingt. Wir machen hier mal 4 und dann ist auch schon alles weg. Ich glaube, ich kriege den noch hin. Da kriege ich 2 hin. Da mache ich jetzt auch die 2 und dann hole ich mir noch mal was. Pass mal auf. Ich würde sagen, dass. Lass mich noch mal nachschauen. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Planks. Planks. Überall Planks. Überall Planks. Oder ich mache das hier. Cobble Deep Slate. Ja, dann machen wir es doch mit Cobble Deep Slate. Ein Sarg reicht für einen Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen jetzt nicht 10, 20. Also, ich wüsste nicht wofür. Und dann reicht auch ein Eisen. Schaut mal, ich sammle die Dinge. Ne? Wär alles nicht nötig gewesen. Habe ich hier eine Workbench? Das Flüstern ist schon creepy. Wenn ich unten im Boden ein paar von den Skeletten reinmache, dann wird hier die ganze Zeit rumgeflüstert. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar cool und atmosphärisch wäre. Alles klar. So, und dann war das hier einmal so. Hui. Und dann hätten wir einen Sarg. Und ich weiß nicht, ob aus dem Sarg nicht auch immer ein Monster rauskommen kann. Ein gewisses. Das würden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich bleibe mal ein bisschen weiter weg. Es scheint nur zu. Vielleicht ist es zu hell. Und vielleicht geht es nicht bei einem Sarg. Ich kann mich nicht reinlegen. Aber ich kann ihn als Kiste nutzen. Warum nicht? Das sieht schon cool aus, wenn hier so ein Sarg rumsteht, muss ich sagen. Die Mod ist schon cool. Also bei aller Liebe. Man kann ja viel sagen, aber die Mod ist schon echt cool. Feuer. Möchte ich noch irgendwo Feuer? Wenn. Die Sache ist die. Dieser blöde Schneemann kann da drauf hüpfen. Er kriegt da zwar kein. Ich habe es gerade erklärt, dass du da drauf hüpfen kannst. Ja. Der kriegt zwar keinen Schaden, aber es sieht trotzdem falsch aus. Ich könnte die eventuell auch draußen hinstellen, so eins hier und. Nein. Na? Davon eins hier und eins hier. Dann muss ich sie natürlich auch noch anzünden, sonst ist das ja witzlos. Und dann hat das was, finde ich. Und die Candle Holder, da habe ich jetzt natürlich gerade keine Candle. Doch, ich hab hier Candles, oder? Ja. Die Candle Holder, dann machen wir noch hier welche hin. Einfach nur, weil wir es können. Zack. Und zack. Nee, also. Ich meine, das ist hier alles nur zum Anschauen und zum. Dieser Creeper-Kopf hat mich gerade zu Tode erschreckt. Ich habe wirklich gerade gedacht, da ist ein Creeper und dachte mir noch, ach, das ist der Creeper, den ich gemacht habe. Hier, der Schneemann. Und dann kam ich so, nein, Moment, das ist ein Creeper. Ich meine, ich finde den Schädel mit der Kerze drauf schon echt nice. Der sieht schon echt cool aus. Und das hier müsste eigentlich weg, das hat hier nicht so viel Sinn. Aber ich werde auf jeden Fall so oder so noch. Willst du dich opfern hier am Altar der geopferten Opfer? Ich kann nur schnaufen, weil der da jetzt rumsteht. Es wird hier eh noch alles umdekoriert, also das ist alles noch nicht ganz so, wie ich das dann später haben möchte. Aber. Für den Anfang finde ich das schon echt gut. So, und dann wollte ich noch was machen. Dafür bin ich extra los und habe die Büsche besorgt. Da machen wir jetzt die Topiary Hatch. Oh. Ja, vielleicht hätte ich gar nicht so viel gebraucht. Aber ich glaube, das ging so. Da kann ich jetzt zum Beispiel eine Hatchwall machen. Ich glaube, da gab es mehrere aus Jungle. Moment. Moment.
Das ist eine Hedge-Wall und das ist... Ich glaube, ich will lieber die Sachen hier. Oh, blühende... Oh ja, blühende Azaleen-Büsche, Dings. Oh ja. Oh ja, auf jeden Fall. Dann mache ich das nicht damit. Dann sparen wir uns das auf. Damit kann ich einen großen Busch machen. In einen großen Busch muss ich also 8 von denen reinpacken. Ah, da brauche ich eine Spitzhacke, die ich natürlich nicht da habe. Moment, man kann ein Spiderweb-Sapling machen. Ah. Ah, und da brauche ich ja überall noch irgendwas dazu. Okay, Spitzhacke, Helm, Rotten Flesh. Merken. Sowas können wir gleich machen. Wenn ich an Eukalyptus rankäme, könnte ich einen Eukalyptus-Sapling machen. Okay, das war's. Denke nicht, dass noch was kommt. So. Und dann, was war das nochmal? Eisenspitzhacke, Eisenhelm und Rotten Flesh. Moment, ich nehme ihn mit, weil wenn ich ihn nicht mitnehme, den Crafting Table, dann, ihr wisst ja, das ist ganz, ganz gefährlich beim Hirnwürschel. Ganz gefährlich. Ich könnte die Phönix doch eigentlich, was wollte ich machen? Ich zieh dir schon weg. Ich könnte die Phönix doch eigentlich in den Zoo bringen und da in meinem Kabuff aufhängen. Dafür ist das ja da. Nun? Wie sie so schön synchron geschuhut haben. Ich müsste ein paar Eisengegenstände noch irgendwo haben. Ach ja, hier könnte ich ja eventuell irgendwann mal sortieren. Ja, Moment. Why me? Was soll das eigentlich darstellen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Lass mich doch kurz überlegen. Nee, keine Ahnung. Ah, das ist Chainmail. Das geht nicht. Hier haben wir auf jeden Fall mal eine Eisenspitzhacke. Vielleicht habe ich aber auch keinen Eisenhelm. Das ist ein Eisenhelm? Ja, dann nehmen wir den. Ich denke, dass er verzaubert sein darf. Ich wüsste nicht, warum man nicht verzaubert sein dürfte. Ja, funktioniert. Yay. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich die abbaue, dann nicht mehr Silktouch, die droppen da nicht selbst. Naja. Egal, wir schauen uns das jetzt mal an. Okay. Dass das oben so schwarz ist, ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber okay. Ach so, das stellt ein Zombie da. Was stellt das denn da? Das soll doch ein Spieler darstellen, oder nicht? Oder ist das ein Spieler? Ich würde sagen, das ist ein Spieler. Keine Ahnung. Das sind beide Spieler, nur das ist ein Zombie. Also das ist eindeutig ein Zombie. Das ist wahrscheinlich das mit dem Rotten Flash. Und das hier. Moment, ich will einfach wissen, ob die sich selbst droppen. Ja, okay, sehr gut. Das hier. Wisst ihr was, da verschönern wir mal hier das hier ein bisschen. Nee, darf ich nicht machen. Da muss ja, früher sollen da wieder die Blümchen hin. Ja, wir machen das so. Ich weiß. Habe ich hier noch was drin? Nee, dann kann das hier auch weg. Ja, schön. Schön, schön. Zudem wollte ich noch irgendwo reinstellen. Ich glaube, den stelle ich hier rein. Den Blumentopf oder die Vase oder ein Und zwar, gut, braun, auf braun, vor braunem Hintergrund ist. Kann man machen. Muss man aber nicht.
Aber hier wird es ja auch nicht besser, oder? Na, was soll's? Was soll's? Passiert. Ja. Dann packe ich jetzt noch die Kisten weg und dann werde ich mich von euch verabschieden. Na. Stellen wir uns jetzt hier rein und schauen uns die hübschen Dinge an, die wir gemacht haben. Und hören dem Stöhnen der verzweifelten Seelen zu. Ich wünsche euch, wie immer, einen ganz wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.